Vor kurzem haben sehr gute Bekannte von uns einen tragischen Schicksalsschlag erlebt. Und zwar war es folgendermaßen: Der Bruder des Mannes, der schon seit langer Zeit unter quälenden Suizidgedanken litt, hat sich umgebracht. Er fuhr gezielt zu einer Autobahnbrücke und sprang herab, war sofort tot. Ich dachte darüber nach, beschäftigte mich damit. Und ich kam zu dem Schluss, eigentlich sind die Absichten des Teufels im Leben dieses Menschen, dieses Mannes, zum Ziel gekommen. Wir wissen ja nicht, wie sehr er gekämpft hat gegen diese quälenden Gedanken, wie lange er schon widerstanden hat. Wir haben keine Ahnung davon, wie sehr er bedrückt war, wie sehr er attackiert war. Aber Tatsache ist, durch den Selbstmord, indem er das Leben, was Gott ihm gegeben hat, aufgegeben hat, kam der Feind zum eigentlichen Ziel dessen, was er im Leben dieses Mannes geplant hatte. Die Bibel sagt uns, dass der Teufel ein Menschenmörder von Anfang an ist. Ein Menschenmörder. Er ist gekommen, um zu schlachten, zu verderben, zu stehlen. Er ist derjenige, dessen Absichten es ist, uns das Leben zu rauben, das Leben zu nehmen, zum Ermorden. Vor einiger Zeit fand ich in einer Gemeinde einmal eine Auflistung, die ich diesbezüglich sehr hilfreich fand. Und diese Auflistung geht einfach davon aus, dass wir als Menschen in der gefallenen Welt, wenn wir nicht in Beziehung zu Gott stehen, wenn wir keine Beziehung zu unserem liebenden Vater haben, unter einem massiven Liebesdefizit leiden. Einfach als gefallene Schöpfung. Und dieses Liebesdefizit kann zwei grundlegende Folgen haben. Und zwar, das eine ist eine aggressive Reaktion und das andere ist eine passive Reaktion. Ich meine damit Folgendes. Das Liebesdefizit führt, wenn es aggressive Reaktion ist, zu einer Form von Rebellion. Aktiv, aggressiv, aufbegehrend, einfach dieses innere Liebesdefizit versuchen zu kompensieren. Drückt sich beispielsweise aus in Egoismus, Kritiksucht, Manipulation, Kontrolle, Bitterkeit, Zorn, Gewalt, Hass, auch Ungehorsam und vieles mehr. Und das letztliche Ziel des Feindes ist, wenn jemand in diese Falle hineingeht, Mord. Mord. Nun, das kann natürlich Mord in der Tat sein, richtiger Mord, aber das kann genauso gut beispielsweise Mord am ungeborenen Leben sein. Das kann Rufmord sein. Das kann Mord in den Gedanken sein. Das kann sein, wenn man Menschen verflucht und ihnen den Tod wünscht und so weiter und so weiter. Die zweite Reaktion auf dieses Liebesdefizit ist eben die passive Reaktion. Sich zurückziehen, isolieren, dieses Liebesdefizit kompensieren, indem man eben nicht aktiv ist. Drückt sich beispielsweise aus in Unsicherheit, Minderwertigkeit, Selbstablehnung, Perfektionismus, Menschenfurcht, Überempfindlichkeit. Und die eigentliche Problematik ist Ablehnung. Rebellion auf der einen Seite und dieses Gefühl von Ablehnung auf der anderen Seite. Und wenn jemand in diese Falle hineingegangen ist, dann ist das letztliche Ziel und die letztliche Absicht des Feindes Selbstmord. Und deshalb ist es wichtig, dass wir sehr genau beobachten, wo wir unsere Gedanken haben, in welche Richtung unsere Gedanken wandern, wo der Feind uns attackiert, wo er versucht, uns zu erwischen, mit welchen Dingen wir uns beschäftigen. Trifft für dich beispielsweise irgendetwas von diesen Dingen hier zu, dann musst du gewarnt sein und sagen, ich muss mit dem Herrn das in Ordnung bringen. Ich habe eine Beziehung zu meinem liebenden Vater. Ich habe eine Beziehung zu Gott. Es ist nicht so, dass ich unter einem Liebesdefizit leiden muss. Nein, wenn du ein Kind Gottes bist, ist das nicht nötig. Du kannst diese Dinge vollkommen von dir abstreifen. Du kannst frei werden davon. Und das ist etwas, was durchaus mit Kampf verbunden sein kann. Wir lesen
Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Diese Dinge kommen nicht einfach so. Genauso wie Angst, Depression, Sorgen, alle Dinge, die uns bedrängen, alle Dinge, die sich negativ auf uns lagern, alle Dinge, die uns in Verzweiflung bringen. Sondern das sind geistige Mächte, die sich gegen uns aufgemacht haben. Und wir müssen dagegen stehen, wir müssen kämpfen, wir müssen im Glauben stehen. Und ihnen widerstehen und sie müssen von uns weichen. In der Offenbarung lesen wir einen interessanten Satz. Da heißt es, und sie haben ihn, damit ist der Verkläger der Brüder gemeint, also der Teufel, Satan, überwunden wegen des Blutes des Lammes, also den Kreuzestod Jesu, das, was er für uns getan hat, wenn wir Christen geworden sind, und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Das Wort unseres Zeugnisses ist das, was wir aussprechen. Was sagen wir über uns? Was proklamieren wir über uns? Und natürlich, dass wir Jesus an erste Stelle in unserem Leben setzen. Dass wir nicht für uns selbst leben, sondern wirklich unser Leben für ihn hingegeben haben. Ich lade dich ein, dass du wirklich darüber nachdenkst, wenn du in irgendwelchen solchen Bereichen attackiert bist. Die Absichten des Feindes sind hochgefährlich und er wird nicht stoppen, bis er sein Ziel erreicht hat. Es sei denn, du stehst dagegen und gehst mit der Hilfe des Herrn dagegen an. Und der Herr steht dir zur Seite. Der Herr möchte dir helfen. Und ich glaube, dass dieser Clip für einige Menschen ist, die ganz aktiv jetzt gerade diese Hilfe des Herrn brauchen, um in diesen Bereichen, wo sie attackiert sind, überwinden zu können. Sei gewiss, Gott hat viel mehr für dich und du brauchst nicht ein Leben, in diesen Dingen zu leben. Sondern er will dich rausholen, will dein Liebesdefizit füllen und will in einer echten, guten Beziehung zu dir stehen, dass du weder in Ablehnung noch in Rebellion leben musst. In dem Sinne, Gott hat mehr für dich.